Hallo, ich dachte mir, ich mache euch noch mal ein quasi ein Laber-Video, wo ich euch so ein paar Sachen erzähle, die sich jetzt ja in meinem Leben irgendwie verändert haben. Ich kriege nämlich ganz oft ja Mails und private Nachrichten und so weiter, warum die Videos momentan so hinterher sind. Also wir haben heute den, ich glaube, 26.9. Nee, 26.8. 26. August haben wir heute. Und ich habe zum Beispiel heute ein Video geschnitten und hochgeladen vom 1. August. Und dann kriege ich halt Kommentare, jetzt nicht nur heute und nicht nur von einer Person, sondern von vielen, ja, dass sie also prinzipiell meine Videos halt gut finden, aber es halt doof finden, dass die Videos so, ja, so lang hinterher sind. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass die halt so lange her sind. Oh, jetzt fährt gerade eine Straßenbahn vorbei. Ich dachte mir, ich setze mich nämlich heute mal hier draußen hin und genieße noch so ein bisschen das schöne Wetter. Nummer 1 und Nummer 2 ist, Koya schläft im Wohnzimmer und dann wollte ich ihn nicht wecken. Und ja, das hat halt folgenden Grund, dass ich einfach momentan nicht zum Videoschneiden komme oder so gut wie nicht. Wenn ich mal Zeit habe, so wie jetzt, wo die Kinder schlafen, die machen beide Mittagsschlaf, Koya macht Mittagsschlaf, wo die Kinder bald bestimmt aufwachen. Ja, da gucke ich auch einfach mal selber YouTube oder spiele mal ein Computerspiel oder esse was oder mache einfach Mittagsschlaf oder so. Klar werde ich auch ein Video schneiden. Ich habe jetzt eben gerade noch ein zweites geschnitten zum Beispiel und ich werde das hier jetzt auch demnächst schneiden. Aber trotzdem ist es halt einfach ja sehr anstrengend momentan alles, weil ich halt viel, viel weniger Freizeit habe als vorher. Früher oder wo ich angefangen habe mit YouTube, war es halt so, dass ich komplett zu Hause war. Ich hatte nur Ben, Mia habe ich zum Kindergarten gebracht und Ben war zu Hause und ja, war halt einfach zu Hause. Da war es schon schwierig. Jede Mama, die das kennt, die ein Kind zu Hause hat, weiß, dass man da halt manchmal nicht so unbedingt Sachen schafft. Und ja, auch das habe ich nicht immer geschafft, hier so zum Beispiel die Wohnung, ja, picobello sauber zu halten, ne? Ist halt so. Aber jetzt ist es halt so, dass ich jetzt momentan halt wirklich arbeiten bin und am Anfang war es ja nur so geplant, dass ich nur auf 450 € Basis arbeite und halt einfach nur so ein paar Stunden die Woche arbeite. Momentan ist es so, dass ich auf 25 Stunden die Woche angestellt bin und es eher mehr wird als weniger. Da kann ich auch einfach mal ein Video zu machen, wie das beruflich jetzt bei mir weitergeht, also in welche Richtung ich da möchte. Auf jeden Fall jetzt erstmal nur so erzählt, es sind halt 25 Stunden, die kann man halt so locker einplanen. Es sind halt 5 Stunden am Tag. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, aber wenn man so überlegt, dass ich ja morgens Ben meistens wegbringe, beziehungsweise Koya hilft mir ja momentan, dass ich halt früher anfangen kann und meine Stunden irgendwie so ein bisschen besser regeln kann. Und Mia ist halt auch ab 1 Uhr zu Hause. Ja, da hat man halt nicht mehr so viel, mega viel Zeit. Wenn man einfach bedenkt, dass Mia um 1 zu Hause ist, dann muss ich was zu essen kochen, weil Mia ist halt nicht in der Schule. Dann machen wir Hausaufgaben und so, dann holen wir wieder Ben ab und dann ist Ben halt da und dann wollen wir natürlich auch irgendwas erleben. Ist ja ganz klar, weil wir wollen ja nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, die Kinder vom Fernseher setzen, mache ich auch mal, keine Frage, ne? Dass ich das auch mache, aber wir wollen das halt nicht nur machen. Wir gehen dann in den Garten oder fahren einkaufen oder machen irgendwas oder fahren in, weiß ich nicht, in den Freizeitpark oder Zoo oder was weiß ich nicht was. Irgendwas machen wir halt. Und wenn wir dann abends mit allem durch sind, also wenn wirklich die ganze Routine zu Ende ist, also die Kinder haben Essen gemacht, haben gegessen, gehen ins Bett und sowas, dann bin ich eigentlich einfach auch platt. Also wenn die Kinder dann zwischen 7 und 8 ins Bett gehen, bin ich einfach K.O. Ich esse dann meistens mit Koya noch was alleine. Manchmal essen wir halt alle zusammen, aber manchmal ist es halt so, dass Koya und ich dann einfach alleine was essen, weil die Kinder dann halt Mittag schon warm gegessen haben und wir wollen aber abends warm essen. Ist auch egal, auf jeden Fall essen wir dann manchmal noch was alleine und haben dann sozusagen unsere Partnerzeit, wo wir was essen, was Schönes im Fernsehen gucken und so. Ja, und dann ist man aber einfach so kaputt und so müde, weil alles so im Kopf rumschwirrt, die Arbeit, was haben wir für Termine mit den Kindern und so, dass ich da einfach auch gar keinen Nerv dazu habe, mich dann noch hinzusetzen und das Video zu schneiden, weil das wird für mich dann eher so ein: Oh, du musst das jetzt noch machen. Nicht, boah, du hast voll Bock auf YouTube, sondern, oh, du musst das jetzt noch machen. Ich versuche ja jetzt schon momentan halt immer mitzufilmen und so. Es gelingt mir halt auch nicht jeden Tag, weil es auch einfach langweilig für mich ist, weil meine Tage jetzt halt irgendwie gefühlt für mich langweiliger sind. Aber ja, das müsst ihr irgendwie entscheiden, wie das jetzt momentan so ist. Auf jeden Fall komme ich nicht zum Schneiden. So, das ist sozusagen die Kernaussage. Und zwar nicht, weil ich keine Lust mehr auf YouTube habe. So ist es nicht. Ich habe noch total viel Lust, Videos zu machen und
euch das alles zu erzählen und euch so an meinem Leben teilhaben zu lassen, aber es ist einfach ja, eine schwierige Situation momentan, weil es einfach alles sehr viel ist. Und es wird halt auch nicht besser, also beruflich gesehen werden es bei mir eher mehr Stunden als weniger Stunden, was sozusagen beruflich für mich eigentlich positiv ist und auch in die richtige Richtung läuft, die ich sozusagen anstrebe. Aber ja, natürlich habe ich dann noch weniger Zeit für YouTube und jetzt fangen im September, ich glaube am 11. September oder so, fangen dann halt auch noch wieder Kurse an, die ich gerne machen möchte. Ich mache ja so eine Weiterbildung und dann habe ich eigentlich auch nur dienstags und mittwochs halt auch noch abends einen Kurs, den ich ja dann besuche. Das heißt, es wird noch weniger Zeit werden und ja, es ist alles ganz schön viel, aber ja, weiß ich nicht, von nichts kommt nichts. Ich bin auch so ein Mensch, ich möchte das am liebsten alles sofort erledigt haben und so. Und ich will auch immer, dass alles so, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, aber ich will zum Beispiel, dass mein Haushalt picobello aussieht. Der sieht nie picobello aus, aber ich will es eigentlich. Und ich will eigentlich alles perfekt machen. Oh, jetzt fällt hier irgendwas runter. Ich will sozusagen, dass alles perfekt ist. Ich will, dass ein Geburtstag perfekt ist. Ich will, dass der Garten schön aussieht. Ich will, dass unsere Wohnung schön aussieht. Ich will, dass alles gebügelt ist. Ich will auch nicht die Hemden in die Reinigung geben. Ich will halt alles machen und will halt nichts abgeben. Und da muss ich halt lernen, dass ich halt auch manchmal irgendwas abgeben muss, ne, um halt die Zeit, diese Stunde, wo ich Hemden bügel, könnte ich halt für YouTube investieren. Wisst ihr, was ich meine? Und das muss ich einfach noch lernen. Und deswegen, ja, ich gebe mein Bestes und ich versuche es alles so schnell wie möglich aufzuholen, aber ich schaff's halt irgendwie nicht. Und deswegen möchte ich einfach, dass ihr da so ein bisschen Verständnis habt, dass momentan halt irgendwie ältere Vlogs kommen, weil ich möchte, dass auch das ganze Material, zum Beispiel heute war ein Vlog, wo Amy gevloggt hat, und das möchte ich einfach nicht verschenken. Das sind einfach so Sachen, das möchte ich nicht verschenken oder verschenken ist das falsche Wort, löschen. Ich möchte es nicht löschen, ich möchte es euch zeigen, weil es einfach so toll ist. So, und es sind so schöne Sachen sind erlebt. Ich will auch keinen Wochenvlog machen, wo ich mal nur die so Best-of, sondern weiß ich nicht, ich will das einfach, was ich mir da so zusammengefilmt habe, will ich euch einfach zeigen. Und deswegen ist es halt auch manchmal so, dass ja, manchmal halt die Sachen halt so spät kommen. Ich versuche jetzt auch schon, also ich habe ja heute schon versucht, ich habe jetzt schon zwei Videos geschnitten, dass vielleicht mehr auf einmal kommt. Manchmal kommen dann vielleicht zwei Vlogs oder so. Ich weiß es nicht, aber habt einfach ein bisschen Geduld mit mir und ich bin halt einfach so dabei, meinen Alltag komplett neu zu strukturieren und zu gucken, wie mache ich das, wann mache ich das. Und ich versuche halt mal abends nicht so müde zu sein, weil eigentlich ist abends so meine Zeit, wo ich halt alles erledigen kann. Die Kinder sind im Bett und ich kann in Ruhe putzen oder Videos schneiden oder sonst was machen. Ich bin halt einfach nur kaputt, weil ich momentan halt einfach um 5 Uhr aufstehe. Und für viele ist 5 Uhr ja Standard, ne? Für mich war es halt früher nie Standard. Ich bin sonst immer um 7 Uhr aufgestanden oder so. Und jetzt einfach mal 2 Stunden früher aufstehen und ich mache ja dann nicht nur Kaffee trinken. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber auch nicht nur Tee trinken, sondern ich mache halt in den 2 Stunden irgendwie, bevor die Kinder aufwachen, versuche ich alles. Ich mache die ganzen Brote, ich mache das ganze Frühstück, ich mache für Koya, ich mache dies, ich mache das. Es ist halt alles mega viel. Aber ich habe mich jetzt schon mal zum Beispiel schon dran gewöhnt, dass ich immer um 5 Uhr aufstehe. Manchmal sogar früher schon. Und dass sozusagen mein Alltag wird, dass ich dann halt da schon ein paar Sachen erledige, die ich dann halt, wo ich dann abends das nicht mehr machen muss, dann hätte ich abends halt frei für YouTube. Deswegen, ich hoffe einfach, ihr habt da so ein bisschen Verständnis für und ich will es euch einfach nur erklären, weil vielleicht gucken manche nicht alle Videos von mir und denken sich so, hä, wieso kommt jetzt ein alter Vlog und ich verstehe das nicht und so, und jetzt versteht ihr das halt einfach. Also es sind eigentlich gute Gründe, eigentlich solltet ihr euch darüber freuen, dass es mir beruflich so gut geht und ja, dass da einfach so schöne Herausforderungen auf mich zukommen. Deswegen, da solltet ihr euch eigentlich einfach freuen. Und ja, sozusagen jeder Vlog, der so spät kommt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das bedeutet einfach, dass ich viel zu tun habe auf der Arbeit und das mich aber auch weiter nach vorne bringt, ne? So, jetzt habe ich genug geredet, weil wir sind jetzt schon bei über 9 Minuten. Ja, ich denke mal, dass ich das jetzt gleich schneiden werde, weil ich hier, glaube ich, gar nicht viel schneiden muss. Ich gucke mir das einfach nur mal an. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Sonntag, weil dann werdet ihr das nämlich heute am Sonntag sehen. Und ja, wir haben irgendwie sehr schönes Wetter hier, wie ihr sehen könnt. Drinnen war mir ein bisschen kalt, da habe ich mir sogar schon Tee gemacht. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum es hier so schön ist. Ich habe mir auch eine Decke mit rausgenommen, weil ich dachte, es wäre voll kalt, aber in der Sonne ist es echt warm. Ich werde das Video jetzt schnell auf den Computer ziehen und schneiden und fertig machen, bevor die Kinder aufwachen. Und dann, ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns jetzt im nächsten Video, was ich schon geschnitten habe. Also bis dann, tschüss!